gesunder Appetit, Wachsamkeit und doch wieder Appetit. Das ausgebüxte Känguru Skippy scheint sich in seiner neuen WG gut eingelebt zu haben. Und das ist nicht gerade selbstverständlich. Schließlich war das kleine Känguru-Mädchen einen ganzen Monat im Sonsbecker Wald auf sich allein gestellt. Und wir sind sehr erstaunt gewesen, in welch gutem Zustand Skippy trotz dieser langen Odyssee doch war. Kerngesund, und daher konnte sie auch relativ zügig dann ihre neuen Familienmitglieder kennenlernen. Ist jetzt wunderbar in der Gruppe integriert, ist angekommen und es ist ein sehr schönes Happy End für Skippy. Nicht ganz unbeteiligt an diesem Happy End ist Polizeikommissar Steffen Woche. Ganze 4 Wochen hat ihn das kleine Känguru auf Trab gehalten. An die Fahndung kann er sich noch gut erinnern. Wir waren ganz normal im Streifendienst im Wachbereich Xanten. Wir wurden dann ganz normal von unserer Leitstelle angesprochen und es kam die Frage, ob wir Sportsachen dabei hätten. Da hatten wir schon einen schlechten Witz erwartet, aber es hieß ja, ihr müsst ein Känguru einfangen. Und die Frage, die man sich dann oder die sich wahrscheinlich jeder stellt, ist, wie fängt man ein Känguru? Das war jetzt nicht Bestandteil unserer Ausbildung. Und dann sind wir mit 2 Beamten durch den Wald gerannt mit einer weißen Löschdecke und haben versucht, Skippy einzufangen. Hat leider nicht funktioniert. Und wir mussten dann leider aufgrund weiterer Einsätze die Suche bzw. die Fahndung nach Skippy abbrechen. Nur im Rahmen der Streife hatten der 26-Jährige und seine Kollegen dann die Chance, das kleine Känguru zu suchen und einzufangen. Immer wieder hüpfte es durch den Raum Xanten und war dann wieder verschwunden. Aber Anfang Oktober war es dann endlich soweit. Ich hatte gerade den Feierabend eingeläutet, da kam ein Anruf wieder von 2 Verkehrsteilnehmern, dass ein Känguru über die Fahrbahn hüpft, wieder an der gleichen Stelle. Und da habe ich gesagt, so, wir rufen einen Freund von mir an, der ist Tierarzt, der hat die Berechtigung und auch die nötigen Betäubungsmittel, um das Tier ohne Verletzung zu fangen. Er hat mit einem Blasrohr das Tier betäubt und so konnte halt auch ausgeschlossen werden, dass wenn wir das Tier zu greifen bekommen, dass es sich irgendwie verletzt durch Griffe, weil wir sind ja keine Experten, wir wissen nicht, wie wir so ein Tier anfassen sollen. Nachher verletzt man sich selbst oder man verletzt das Tier, das möchte man ja nicht, und dann haben wir gesagt, wir machen es so. Und so kam es dazu, dass Skippy nach 4 Wochen langem Überleben im Wald der Polizei in Sonsbeck nicht mehr einen Sprung voraus war. Ja, es war ein sehr schönes Gefühl, muss ich sagen. Also Skippy hat sich anders angefühlt als gedacht. Also es sah ja erst so nach einem Kaninchen aus. Man erwartet dann ein weiches Fell und einen weichen Körper. Aber es waren eigentlich nur Muskeln und Knochen dran. Es war gar nicht mal einfach, das Tier zu packen, weil die Haut wenig nachgab. Und dann habe ich es dann auf den Arm genommen und zum Auto getragen. Da ist dann auch das Foto entstanden. Und dann haben wir Skippy ja in die Tierarztpraxis nach Moers verbracht. Da wurde so ein bisschen durchgecheckt und dann vermittelt. Vermittelt wurde Skippy dann an den Zoo Duisburg. Denn hier gibt es schon eine intakte Bennett-Känguru-WG, in die das kleine Känguru-Mädchen bestens reinpasst. Also sie war, als sie bei uns hier angekommen ist, sehr cool. Wir haben in das Auto geschaut, wo das Tier drin gesessen hat. In der Kiste war sie natürlich drin. Und sie hat uns angeschaut. Sie hat ein bisschen sogar schon an unseren Fingern geschnuppert, als wir die Hand an die Transportbox gehalten haben. Und sie war sehr cool. Also kann man schon sagen, nach 4 Wochen Odyssee im Wald muss man das nicht unbedingt erwarten, dass ein Tier das so problemlos verpackt. Wo Skippy ursprünglich herkommt, ist weiterhin nicht geklärt. Da sie nicht geschippt ist, wird vermutet, dass sie aus privater Haltung kommt. Das ist für uns aber auch nicht mehr relevant, da sie jetzt bei uns im Stand angekommen ist und hier auch bei uns weiterhin leben wird. Und das macht doch mit den eigenen Artgenossen viel mehr Spaß als mit Wildschweinen oder Rehen aus dem Sonsbecker Wald.